Herzlich willkommen auf meinem Kanal, Marcel darf es, Servus erstmal. Und zwar heute ranken wir EM 2014 Trikots, wie ihr hier schon seht. Dann fangen wir gleich beim Deutschland-Trikot an. Es sind die Heimtrikots, nur dass ihr es wisst. Das Deutschland-Trikot, dieses weiße finde ich, ja, würde ich schon auf eine geilere Edition packen. Finde ich schon geil, also hat schon was. Aber ich finde das Aufwärmtrikot ist geil. Das hat noch was Geileres. Schottland. Kann man aber eher nicht so. Ungarn ist auch, würde ich sagen. Ist das. Nee, ist auch Ungarn, ja. Die auch sagen, ERC, es ist ja einfach ein langweiliges Trikot. Schweiz ist, wie sagen, ja, es geht. Schweiz ist ein Trikot, das kann man anziehen. Wenn man möchte, kann man es anziehen. Hat Stil, aber es ist nichts 100% Besonderes. Gibt es noch Spanier, Espanol. Würde ich auch auf B packen. Es ist da fast das gleiche wie bei Ungarn. Nur die Farben finde ich halt einfach viel schöner bei Spanien als bei Ungarn. Also irgendwie hat das Gelb-Blau dann viel, viel, viel mehr. Dieses Kroatien-Trikot hier. Bin ich da ehrlich, will ich auf D gehen. Ich finde das jetzt urnicht schön. Ich finde das nicht, weil es jetzt einfach letztens mal so besser. Ja, aber ich finde das halt einfach gar nicht schön. Italien würde ich auch auf C gehen. Ich finde das halt auch, es ist einfach nur blau. Ich muss sagen, Albanien auf das zweite höchste Tier. Aus dem Grund, weil ich dieses reingearbeitet, sowas richtig geil finde. Ich finde sowas richtig schön. Ich habe auch Stücke von Stuttgart richtig geil gefunden, wo Sachen in das Trikot eingearbeitet worden sind. Ist das Slowenien oder Island? Ne, Slowakei, oder? Ist doch. Ne, ist Island, noch nicht. Aber die auf dem C. Es ist okay, es geht besser, es ist aber okay. Ist das sind das Dänemark oder? Also, das ist Slowakei. Vielleicht, das hat auch was, das ist auch was, so das eingehabt, das finde ich, nicht halt einfach geil. Das nächste ist Polen, oder? Ne, das ist nicht Polen, das ist. Aber was sind das jetzt? Ich sehe das Problem bei mir ist halt die U klein, aber. Oh, sind jetzt würde ich auch ganz geil schätzen. Also, und jetzt kommen noch die Engländer. Die Football Coming Home, ja? Es ist schlicht, schaut aber schön aus. Also, na gut, die fliegen wahrscheinlich eh wieder raus. Zumindest wenn sie im Finale, wenn sie singen Football Coming Home, fliegen sie raus. Ja, Polen. Es ist jetzt schlicht, schaut okay aus, aber Holland. Holland gefällt mir persönlich gar nicht. Österreich, also mein Heimatland. Ich finde die Einarbeitung geil, ich finde aber das Design halt einfach kacke. Ich finde auch das Logo vom ÖFB richtig kacke. Mir hat das alte viel besser gefallen. Frankreich? Ja. Gefällt mir persönlich jetzt nicht so. Belgien? Belgien würde ich schon in die Mittelkategorie packen, weil es einfach geil ist. Schaut schon schön aus. Slowakei direkt das letzte, finde ich nicht geil. Finde ich auch nicht geil. Finde ich auch nicht geil, also das sind so diese drei typischen Ukraine, Slowenien, glaube ich, ist das, und das Rumänische finde ich halt einfach schlicht und nicht geil, also die sind einfach schlicht. Nichts Besonderes, nicht viel. Ja, okay, Ukraine kannst du sagen, die haben wegen einem Sponsoring-Vertrag, ist da das Problem, die haben erst einen neuen Sponsor. Ich glaube, es ist sogar das alte T-Shirt, oder? Es ist, glaube ich, das alte Trikot, die haben eigentlich ein anderes Trikot wegen dem Sponsoring, weil die eine Firma haben, wo die halt eine Firma. Die Ukraine-Trikots machen das Sponsor, die machen auch russische Trikots. Aus dem Grund haben wir keine Trikots bekommen und ich bin mir sicher, dass das ist. Deswegen werde ich das jetzt auch mal rausnehmen. Weil das eigentlich nicht das jetzige ist. Das ist jetzt in einem Jahr, deswegen. Okay, ja, es ist ein B-Trikot, jetzt nicht, finde ich nicht meins. Wort D, weil das Ding ist, das sieht doch kacke aus. Ja, sicher mit der Zahl und so, aber sieht halt nicht geil aus. So, ja, ist halt nix. Hätte ich zumindest die Strichseite nicht machen können, dass halt in der Mitte nur die Zahl ist. Also ich weiß nicht warum, aber ich finde das dieses hier einfach kacke hier, das da. Ich weiß nicht, wie ihr findet. Schreibt gerne in die Kommentare, wie ihr die Trikot-Ratings vor euch gefallen. Also, aber ich finde das jetzt nicht so geil. Also schreibt es mal in die Kommentare rein. Portugal würde ich so ein B geben. Es ist clean, aber ich finde halt irgendwie den. Oder nee, doch, RC. Es ist halt clean, aber es ist okay. Finde ich so. Dänemark.
Auch auf, würde ich auch hierher gehen. Persönlich so. Ja, Dänemark, das Style hat doch schon was. So richtig geil. Ich will gerade, ob ich noch irgendwas umrank oder auf S gehe, weil. Schon einige geile Trikots. Weil die hier, und das sehe ich halt einfach entweder hier oder hier, so dazwischen sehe ich die halt einfach. Wir sind so einfach dazwischen sehr stark. Ich finde das Trikot sogar noch geiler, einfach vom Muster her, finde ich es einfach viel geiler. Wir sehen bei Deutschland gibt ja diese große Diskussion mit den Trikots. Ich feiere auch nicht, dass sie so Puma gewechselt so und alles weggehen als deutscher Konzern. Feiere ich nicht gern, finde ich gar nicht geil. Ich bin halt auch einfach so ein Fan, das ist persönlich meine Meinung, auch nichts Politisches, gar nichts zu tun. Ich bin halt einfach so, Fußball-Trikots sollten nach den Vereins, nach den Farben der Vereine und Nation sein. Und auch beispielsweise, sagen wir so, wenn jetzt zum Beispiel die Oranje, so das Niederlande, die haben zwar gerne orange Farbe, aber da hat es einen Bezug zu was Gutes, sowas zum nationellen Bezug. Das wäre, finde ich, halt sowas. Beim Fußball, ich der Meinung bin, Vereine sollten Vereinsfarben auflaufen, die sie haben. Jetzt nicht wieder TSV Hartberg oder LASK in rosa. Hust, hust. Grüße gehen raus, obwohl ich das Trikot von Hartberg habe, es geschenkt bekommen habe in der Tombola. Aber ja, Ukraine bleibt draußen. Das hat aber nicht den Grund, warum ich, habe ich auch schon erklärt, weil das einfach nicht das aktuelle Trikot ist. Aus dem Grund möchte ich da nicht reinranken. Ja, kann man so machen, diese Auflistung, wie ich es gemacht habe. Für mich ist das okay. Würde mich interessieren, wie ist eure Auflistung? Schreibt es gerne in die Kommentare und wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Bis dann, Leute.